2:38 vor dem Ende wohlgemerkt, und es gibt Bulli vor dem Tor der Ravensburg Tower Stars, die vor dieser Strafzeit gegen Marzahn Auszeit genommen haben. Aber das hat nicht furchtbar gewirkt, was sie da irgendwie veranstaltet haben. Jetzt Bulli vor dem Tor, Rand gegen Kirk, und die Rosenheimer gewinnen dieses Bulli, aber zwei Ravensburger gleich dazwischen. Und jetzt nimmt der Coach der Ravensburger, Uli Liebsch, seinen Torhüter raus. Also 5-4, Empty Net Goal möglich. 2,5 Minuten vor dem Ende geht er schon volles Risiko. Rechtzeitig, will natürlich alles nochmal probieren. Scheibe in Dritte der Rosenheimer. Bob Rand versucht sie da durchzusetzen, aber Beppo Frank eher da und versucht die Scheibe gleich in Richtung Tor zu befördern. Aber das klappt nicht. Scheibe rutscht am Kasten vorbei. Und jetzt fordern sie hier ein Icing. Hätte er geben müssen, der Schiedsrichter, keine Frage, denn es haben beide Teams in der Strafzeit abzusitzen. Also Glück in diesem Fall für die Rosenheimer. Auf der anderen Seite mühen sich die Hausherren sehr, da nochmal reinzukommen mit Matt Kinch, aber immer wieder unschöne und schlampige Pässe aus Sicht der Ravensburger. Und jetzt wird das ganze Ding nochmal abgepfiffen. Jetzt gibt's das Icing und Sie hören das höhnische Gelächter der Fans hier in Ravensburg. Und die Spieler selbst auch nicht einverstanden immer mit den Entscheidungen der Zebras. Aber ja, sie haben sich vielleicht schon ein bisschen damit abgefunden, die Ravensburger, dass sie dieses Ding hier nicht mehr hoch gewinnen werden. Da kam einfach zu wenig. Wenn man in die Playoffs will, muss man einfach mehr leisten. Aber die Rosenheimer kompakt gestanden, diszipliniert gespielt. Und deswegen geht diese 3:1, 1:41 vor Schluss noch wirklich in Ordnung. Jetzt wird Bobby Wren erstmal vom Bulli-Kreis geschickt. Und da muss ein neuer Spieler her. Und in dem Fall ist das Brian Maloney, der gegen Mitch Stevens versucht, die Scheibe zu gewinnen. Hat er nicht geschafft. Scheibe raus. Und deswegen müssen die Ravensburger neu aufbauen. Über Oravec. Der bleibt schon wieder hängen. Trotzdem Scheibe in der Zone. Der Rosenheimer, Slavitinski an der blauen Linie. Der hat einen Schuss. Zieht jetzt in die Mitte. Versucht abzuziehen. Nein, er setzt Oravec ein. Und da kommt der Rückhandschuss. Aber zuvor abgepfiffen von Bastian Haupt wegen Torraum abseits. Das heißt, es gibt wieder Bulli. Und das in der neutralen Zone. Das heißt, 1:24 vor dem Ende, jetzt immer noch Torwart raus, aber der Rosenheimer Markus Marzahn ist wieder drin nach seiner Strafzeit. Es geht weiter also bei 5:5 und die gute Möglichkeit hier für die Star Bulls alles klar zu machen. Nachdem Kirk zweimal getroffen hat und Strakow, suchen wir jetzt den 14. Torschützen. Aber wir sind auch schon zufrieden, wenn es hier bei diesem 3:1 bleibt. Bob Rand fährt jetzt raus, denn er bekommt eine Disziplinarstrafe. Bob Rand, also er hat es doch geschafft, sich so lange zu beschweren beim Schiedsrichter, dass er noch einen Zehner oben drauf bekommen hat. Also, das war fast ein bisschen zu erwarten am heutigen Abend. Also, die Ravensburger schwächen sich in dieser Schlussphase selbst. Ohne Bob Rand hier müssen sie jetzt bestreiten. Und jetzt Wenzel mit der Möglichkeit, aufs leere Tor zu spielen. Versucht aber die Scheibe erstmal tief zu legen. Hätte er noch leichter aufs Tor geschossen, denn das ist immer noch leer. Eine Minute und 10 haben wir noch zu spielen. Ravensburg im Angriff mit Jeffrey Swass. Versucht die Scheibe reinzubringen. Haben sie auch geschafft, aber mit Stevens jetzt als erster am Puck. Hat genügend Platz und bringt die Scheibe erstmal in Sicherheit. Sie versuchen gar nicht erst das vierte Tor zu erzielen, sondern sie versuchen, die Scheibe rauszubringen aus der eigenen Zone. Das ist clever, das ist klug. So müssen sie spielen, so gewinnt man solche Spiele auch gegen Ravensburg. Und jetzt haben sie die Möglichkeit wirklich zu kontern, aufs leere Tor zu schießen, aber die Scheibe schon fast ein bisschen zu weit gerutscht, über die Linie da hinten gerutscht. Und jetzt bekommt mit Stevens noch einen bösen Check in Richtung Kinnlade, hat ihm aber nicht sonderlich viel gemacht. 30 Sekunden vor dem Ende haben sich die Ravensburger nochmal die Scheibe gesichert, gute Schussmöglichkeit. Aber noch Miracle ist da, wie so oft. Und jetzt wieder Schläger ins Gesicht gegen Mitch Stevens. Und da ist ordentlich was passiert, so wie es ausschaut. Der hält sich die Nase. Und jetzt muss der Schiedsrichter eigentlich zum Linesman gehen und sich erkundigen, was da passiert ist. Und das könnte jetzt eine größere Strafe geben gegen die Ravensburger, die jetzt da mit allerhand Nicklichkeiten versuchen, sich ihren Frust von der Seele zu klopfen. Und in dem Fall hat es Mitch Stevens erwischt, nach einem harten Check vorhin schon, jetzt noch einen Schläger ins Gesicht bekomme. Das ist unschön, liebe Tower Stars. Wenn ihr schon nicht verlieren könnt, dann lasst euren Frust bitte woanders aus. Aber nicht an den gegnerischen Spielern. Sei es wie sei, es wird noch beraten, der Referee mit den Linesmen. Stefan Gottwald steht dann auch dort und fordert da vehement eine Strafe ein gegen einen Ravensburger mit Stevens. Der kann wohl weitermachen, blutet wohl auch nicht.
so wie ich das gesehen habe. Also es bleibt dabei 5 gegen 5. Jetzt sind es 6 gegen 5, weil die Ravensburger wieder komplett sind. 18 Sekunden vor dem Ende. 3:1 für die Star Bulls Rosenheim. Bulli rechts vor Norm America. Die Rosenheimer gewinnen das Bulli, aber Beppo Frank kann sich da nicht durchsetzen. Scheibe an der blauen Linie, jetzt auf die rechte Seite drüber gespielt. Schuss, aber deutlich links am Tor vorbei. Nochmal die Möglichkeit für die Hausherren. 5 Sekunden noch zu spielen. Das ist gelaufen. Das ist der Sieg für die Star Bulls Rosenheim hier in Ravensburg. 3:1 das Endergebnis. Und jetzt entlädt sich der ganze Frust. Und jetzt wird auch noch geschlägert hier auf dem Eis. Wie die Hölle. Die Ravensburger entladen ihren kompletten Frust und versuchen da richtig drauf loszuklopfen. Das muss nicht mehr sein. Das wird auf jeden Fall noch ein kräftiges Nachspiel haben, Herrschaften. 3:1 gewinnen die Star Bulls Rosenheim hier in Ravensburg. Und wir schauen da noch ein bisschen beim Boxen zu. Denn da sind allerhand Fäuste jetzt im Spiel. Aktuell die 71, Kiel McLeod, der da einen Rosenheimer sich gegriffen hat, der das Trikot über dem Kopf hat. Aber jetzt ist es wirklich zu Ende. Jetzt haben sie ausgeschlägert und wir freuen uns über ein 3:1 der Star Bulls Rosenheim. Sag gerne nochmal die Torschützende. 18. Minute Corey Quirk, 20. Corey Quirk, 29. André Starkow den Ehrentreffer für Ravensburg. Schafft Kiel McLeod in der 20. Minute, macht am Ende 3:1 und 3 Punkte für die Star Bulls.